Was geht ab, alle lieben Freunde, willkommen zurück zu einem weiteren wunderbaren Video auf diesem wunderschönen Kanal. Freunde, wir geben uns heute die Live-Performance, die Live-Version von Nina Chubas neuem Hit seit keine Ahnung wie vielen Tagen, Spotify Platz 1, Wildberry Lillet. Freunde, ich muss noch Wildberry Lillet auf Instagram tryen. Es sind einige Kommentare reingekommen, noch einige Instagram-DMs. Und mir wurde auch schon heute dieses Video, Nina hat das irgendwo auf TikTok auf einem Account gezeigt, wie man Wildberry Lillet macht. Ich hatte tatsächlich eine ganz andere Vorstellung von Wildberry Lillet. Ich wusste nicht, dass Lillet einfach eine Sorte quasi Alkohol ist, sowas wie Bacardi oder so. Ich freue mich drauf, ich werde es testen. Ich werde die Sachen morgen, übermorgen einkaufen, I guess. Und dann kommt ein Testing, Freunde. Ich freue mich jetzt aber sehr drauf auf die Live-Version von Wildberry Lillet aus den Vivo DSC VR Studios. Ich hab zwei Sachen noch anzukündigen. Ich hatte ein Fan... Girl, würde ich sagen, ein Fanboy-Moment. Und zwar hat Nina Chuba bei meiner letzten Reaction kommentiert. Habe ich mich gefreut. Ich sag's, ich weiß nicht, habe ich mich gefreut irgendwie. Hat sie sich bedankt, dass mir der Song gefallen hat. Und ich dachte mir, Bro, ich muss mich bedanken. So, gutes Lied auf jeden Fall. Und ich habe noch ein Hütchen zu rufen mit Vivo. Vivo, wir hatten mal so ein gutes Verhältnis, Vivo, ja. Ich habe auf die Vivo Rounds von Ele, von Bad Moms Jane so reacted, alles cool. Vivo hat mir dann gefolgt. Auf Instagram. Ich habe Vivo auch gefolgt, Vivo Deutschland. Auf einmal habe ich gesehen, dass Vivo Deutschland mir nicht mehr folgt. Dann habe ich Vivo Deutschland auch nicht mehr gefolgt. Also Vivo, ich mag euch gerne. Ich würde euch gerne einen Kuss geben. Ich mag euch alle. Folgt gerne wieder rein. Würde ich als Entschuldigung annehmen. Ich habe auch in meinen Videos mehrfach angeboten, ich komme auch vorbei und helfe euch, wenn ihr irgendwo Hilfe braucht. Vivo? Ich sag's nur. Chance vielleicht, Chance noch nicht vertan, aber überlegt's euch gut, okay? Jetzt haben wir aber erstmal Wildberry Lillet. Ich werde vielleicht mitsingen ein bisschen hier und da. Es tut mir leid. Song mag ich gerade gerne. Spotify on repeat ganz oben. Ich sing das gerne auch alleine, wenn ich zu Hause bin. Ich will Immos, ich will Dallas. Ich will fliegen wie bei Marvel. Zum Frühstück Canapés und dein Wildberry Lillet. Junge, okay, Vivo, ich nehme den Hate zurück. Das sieht gerade sehr cineastisch, wunderschön aus. Die Farbe gut gewählt und dieser Hall, der da drauf ist. Und dieses Studio, okay, Vivo. Ich würde trotzdem gerne einmal vorbeikommen. Das ist übrigens nicht auf dem deutschen Vivo-Kanal. Hey, Mr. Vivo, I want to come to this place and to film. Ja. Du Canapés und dein Wildberry Lillet. Ich will Immos, ich will Dallas, ich will fliegen wie bei Marvel. Ich hab Hunger, also nehm ich mir alles vom Buffet. Ich find's, man sieht so voll, es ist so eine Bauchstimme. Das kommt so, sie strengt sich so ein bisschen an, diese Stimme so zu haben, wie sie ist. Aber das macht irgendwie aus. Ich will fliegen wie bei Marvel. Ich hab Hunger, also nehm ich mir alles vom Buffet. Will ein Haus für meine Mama an der Küste von Katar. Junge, wie süß die so nach vorne geht, so dieses ein bisschen Dance, fühle ich. Ja, zum Frühstück Canapés und dein Wildberry Lillet. Ich will Immos, ich will Dallas, ich will fliegen wie... Oh, okay, ey, ich habe Vivo voll umsonst geflamed. Die drehen sich sogar cool mit der Kamera und so. Okay, Vivo, alles cool. Folgt mir trotzdem gerne wieder, danke. Alles, ich will fliegen wie bei Marvel. Ich hab Hunger, also nehm ich mir alles vom Buffet. Will ein Haus für meine Mama an der Küste von Catania. Okay, das sieht schon sehr cool aus und die Performance bis jetzt ist auch sehr nice, muss ich sagen. Zum Frühstück Canapés und dein Wildberry Lillet. Ich will nach oben, ich will zum Mars, Spaceship mit Panorama. Für meine Besten immer das Beste, kaufe die Welt und keiner bezahlt. Ich will nicht alt werden, Zeit bleibt für mich stehen. Ich sag's, wie es ist, dieser Raum sieht sehr angenehm aus, oder? Der sieht so richtig angenehm kühl aus, dieser Raum. Da würde ich gerne drin sein jetzt. In dein Gesicht sehen. Private Jet in der Garage und Flamingos in meinem Garten. Will am Tisch die besten Karten, ich will haben, haben, haben. Ich will Lila, dass sie stapelt, ich will Nina auf Plakaten. Ey, das ist so eine coole Live-Performance irgendwie. Es ist so simpel, aber so effective irgendwie, weiß nicht. Alle meine Freunde bei mir wohnen in der Straße. Ich will Immos, ich will Dallas, ich will fliegen wie bei Marvel. Freunde, ich als eingefleischter Marvel-Fan, also actually eingefleischter Marvel-Fan, ich will fliegen wie bei Marvel, hat erst mir gemischte Gefühle ausgelöst. Aber dann dachte ich, okay, actually, kann man so sagen. An wen denkt ihr? An wen habt ihr direkt gedacht? Ich will fliegen wie bei Marvel. An wen habt ihr direkt gedacht? Natürlich direkt Iron Man, denkt man so. Und dann dachte ich, aber man muss auch die einbeziehen, die naturally mäßig fliegen können. Beispiel Angel, Archangel. Wäre meine zweite Option gewesen. Oder Wanda, kann man auch sagen, rein theoretisch. Is she able to fly, genauso wie Vision? Aber ich habe direkt an Iron Man natürlich gedacht und dann aber second option wäre dann bei mir Angel gewesen. Question ist, ob man Spider-Man mit reinnimmt. Oder Green Goblin, die ja aber auch nur durch Hilfsmittel fliegen können.
Rein theoretisch. Ich will Immos, ich will Dallas, ich will fliegen wie bei Marvel. Ich hab Hunger, also nehm ich mir alles vom Buffet. Ich find's immer sausympathisch, wenn man dieses Atmen, dieses schnelle Atmen hören kann. Ich weiß nicht, ich find's sausympathisch immer. Will ein Haus für meine Mama an der Küste von Catania. Zum Frühstück Cannabis und ein Whiteberry Lilly. Ocean View und Beach Waves, ich will mir eine Insel irgendwo in der Süd. Bei solchen richtigen, ganz, ganz tollen Nahaufnahmen denke ich mir immer, hinter der Kamera ist gerade Thomas. Hier ist so die Kamera und Thomas guckt es an. Ja, gut, stimmt alles, okay. Das muss voll hart sein, nur in diese Kamera zu gucken und nicht in die Augen von Thomas, der da so vorlinst gefühlt, so weißt, wisst ihr? Da wohnt keiner. Private Spa auf 4 Etagen in Champagnerbecken baden. Dieser Hut sieht so flauschig aus, ich hätte den gerne. Will für immer alles gratis, ich will haben. Ich will Lila, dass sich stapelt, ich will Nina auf Plakaten. Will, dass alle meine Freunde bei mir wohnen. Ich will Immos, ich will Dallas, ich will fliegen wie bei Marvel. Es tut mir so leid, dass ich so mitsinge, Junge. Es muss so vor euch gerade... Ihr denkt, ihr guckt in eine coole Reaction. Dabei seht ihr einfach so den Typen, der irgendwann Reihe 1 mitsingt beim Konzert in Hamburg. Sorry, that's it, man. Ich hab Hunger, also nehm ich mir alles vom Buffet. Will ein Haus für meine Mama an der Küste von Catania. Zum Frühstück Cannabis und dein Whiteberry Lilly. Junge, ich werde sowas von Whiteberry Lilly für euch testen. Und wenn's eklig ist, ich sag's. Ich will Immos, ich will Dallas, ich will fliegen wie bei Marvel. Zum Frühstück Cannabis und dein Whiteberry Lilly. Ich will Dallas, ich will fliegen wie bei Marvel. Zum Frühstück Canapés und dein Whiteberry Lilly. Ich hätte gerne ein Whiteberry Lilly. Oh, hier haben wir noch was anderes. Vivo, DCS, CVR, Nina Chuba, die hat ja 10 Sachen da schon performt, Bro. Wir sind ja so, wir hängen ja hinterher, Junge. Wir hängen richtig hinterher. Wollen wir uns die anderen auch noch geben? Freunde? Oh, ich hätte gerne, vielleicht gibt es von Alles Gleich, ne? Alles Gleich, mein All-Time-Favorite-Song von Nina Chuba. Auch wenn ich erst 5 gehört habe. Ups. Alles Gleich. Auf jeden Fall mein All-Time-Favorite, Junge. Vielleicht gibt es davon eine Performance. Die würde ich mir actually gerne ansehen mit euch zusammen. Ansonsten, was ich fragen wollte, ist Lilé auf der Basis von Rum? Weil Rum mag ich nicht. Mag ich nicht so. Bin ich raus, ey. Bin ich raus. Aber in diesem Video, das sah schon lecker aus. Was sie da... Und man soll da auch eigentlich nur 5 cl reinmachen. Zack, 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 zack. Machen wir einfach. Ich werde sagen, wenn es mir nicht schmeckt, dann ist das halt so. Also, dann trinke ich kein Whiteberry Lilé. Dann trinke ich, weiß ich nicht, was ich dann noch weiter trinke. Ist mir auch egal. Freunde, schreibt auf jeden Fall rein, ob wir uns noch weitere Live-Performances oder Songs von Nina Chuba geben sollen. Wir werden uns sowieso alle Songs noch geben. Wobei auch ein, zwei dabei waren, die ich nicht so 10 von 10 fand. Die nicht so meinen Taste getroffen haben. Was ja auch völlig fein ist. Ich gucke jetzt einfach mal, weil ich jetzt schon gespannt bin. Ich schaue mal in die Playlist rein. Ja, ich schaue mal in die Playlist rein. Wir haben hier DCVC bla bla bla. Da haben wir Whiteberry Lilé, Feminello. Oh, Feminello würde ich eigentlich auch gerne hören. Ach so, und der Rest wurde einfach gedreht in den Vivo Studios. Aha. Das wurde einfach in den Vivo Studios gedreht, I guess. Das sieht zumindest danach aus. Okay. Aber wir haben noch von Feminello eine Live-Performance, die ich mir gerne ansehen würde, Freunde. Das Video ist jetzt eh schon wieder viel zu lang. Habt einen wunderbaren Tag. Bleibt bitte so fresh und gut aussehend wie immer. Und ciao.